Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Y. Wir haben beim letzten Mal endlich die große Hauptstadt der Kalos-Region Illumina City erreicht. Die Stadt der Lichter. Und man kann schon erahnen, warum das so ist, denn hier ist extrem viel beleuchtet. Eine große Stadt, die größte Stadt, viel zu erkunden und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Unser Ziel ist ja eigentlich zum Professor Platan zu gehen. Sein Labor liegt dort in dieser Richtung. Aber ich würde sagen, wir schauen uns erstmal ein bisschen in dieser Richtung um. Aber ich glaube, da hinten wird uns schon der Weg versperrt. Ich glaube, viel mit Umsehen ist momentan hier noch nicht. Aber bevor wir weiter gucken, erstmal ein fettes Sorry an Mr. 24 LP. Ich hab's irgendwie total vergeigt. Also fettes Sorry an dich. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch ein neues Flabby B fangen sollen und es dann 24-10 nennen sollen. Ich weiß gar nicht, ob das von den Buchstaben her hinpasst. Ich glaube schon. Es war, glaube ich, noch genügend Platz da. Da hatte ich auch ganz kurz mit den Gedanken gespielt, da irgendwie noch eine 4 hinzumachen oder so. Das habe ich dann total vermasselt und jetzt erst zwei Parts später bemerkt. Also fette Story an dich. Wenn du nichts dagegen hast, lass mir dieses Flabby B, dieses 2010 aber so, wie es ist. Aber wenn du darauf bestehst, fange ich natürlich auch mal noch ein neues. Oh, wirklich fette Story. Das ist irgendwie ziemlich unangenehm für mich, dass ich die Namen meiner Abonnenten so nicht drauf habe. Wobei, ich habe ihn ja drauf, ich habe bloß irgendwie total vergessen, da noch das Vor hinzusetzen. Ah, oh Mann, peinlich, peinlich. Was haben wir denn hier? Ein Telefon oder sowas ähnliches. Nein, Audioguide. Dies ist eine Haltestelle des Chevron-Mobil-Pendelverkehrs. Was ist denn ein Chevron-Mobil? Okay. Diese Haltestelle ist aufgrund von Wartungsarbeiten außer Betrieb. Aha, aha, aha. Und du lässt mich da nicht vorbei. Liege ich da richtig mit der Annahme? Pardon, du kannst momentan nicht durch. Es gab einen Stromausfall und wir versuchen gerade herauszufinden, woran es liegt. Willst du mich verarschen? Du siehst schon die ganzen Lichter hier brennen, oder? Und du willst mir ernsthaft was von Stromausfall sagen? Ja, lassen wir das mal so stehen. Nein, die Roller Skates wollte ich nicht einsetzen. Ach, das ist ein Pokémon. Was bist du denn für eins? Ist das jetzt ein Gedankenstrich? Das Mehikel hat es sich am Boden gemütlich gemacht und hält ein Nickerchen. Können wir das aufwecken? Okay, das sind vielleicht die Gedanken des Charakters. Ich dachte, die Hauptcharaktere... Oh, da geht jemand rein. Die Hauptcharaktere können nicht sprechen und nicht denken. Okay, was haben wir denn hier? Das Restaurant Solala. Solala, gehen wir mal in dieses Restaurant. Und bestelle Baguettes und Froschschenkel. Ich möchte Froschschenkel. Willkommen im Restaurant Solala. Wenn dir nach Durchschnitt isst, bist du hier richtig. Na, das ist ja mal ein Werbeslogan. Info? Unser Doppelkampfmenü besteht aus drei unwiderstehlichen Doppelkämpfen am Stück. Unsere Speisen werden stets auf den Punkt serviert. Vertreib dir also bitte mit Kämpfen die Zeit, bis das Essen fertig ist. Gewinnst du jeden Kampf innerhalb der vorgegebenen Anzahl an Runden, erwarten dich wahre Gaumenfreuden. Nur um das klar zu stellen. Eine Runde ist vorbei, wenn ein Trainer seine Befehle gegeben hat. Willkommen im Restaurant Solala. Wenn dir nach Durchschnitt ist, bist du hier richtig. What the fuck? Okay, speisen wir mal. Unsere Empfehlung des Tages lautet... Doppelkampfmenü. 3000! Möchtest du bei uns essen? Nein, ich glaube, das lassen wir und dann doch erstmal sein. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch. Was ist das denn hier? 3000 für ein Menü. Ihr könnt mich mal. Wir sind am Südring. Die Stadt scheint auch noch in ein paar Regionen unterteilt zu sein. Direkt gegenüber vom Platan Pokémon Labor liegt ein Pokémon Center. Sehr praktisch. Finde ich auch. Neulich habe ich übrigens gesehen, wie der Professor dort Pokébälle eingekauft hat. Sehr interessant. Ein paar Zwischengespräche. Und es gibt tatsächlich das erste Mal, oder? Okay, es gab mal ab und zu ein Laster oder ähnliches, aber das erste Mal, dass man hier ein Auto in einem Pokémon-Spiel sieht, das ist ja unfassbar, oder?
Puh, dieses Restaurant sieht zum Glück nicht so protzig aus. Da traut man sich wenigstens rein. Trotzdem irgendwie ein merkwürdiges Restaurant. Ach, da fliegt auch noch ein Stern. Haben hier die Restaurants nach Stern auch noch unterteilt, oder was? Willkommen beim Illumina-Taxi. Ich würde dir nur zu gerne einen Platz in meinem Taxi anbieten. Aber leider aus unbekannten Gründen ist in der nördlichen Stadthälfte der Strom ausgefallen. Deswegen herrscht hier gerade leider Fahrverbot. Alter, wollt ihr mich alle verarschen? Was hat denn damit zu tun, wenn der Strom ausgefallen ist, dass du nicht fahren kannst? Und überhaupt, hier sind die ganzen Lichter doch noch an. Wollt ihr doch alle veräppeln, oder? So. Aber das ist ein bisschen doof zu steuern. Man kann sich nämlich nur mit der Vorwärts, also mit der Oben-Taste und mit der Unten-Taste bewegen. Wenn man nach links oder rechts drückt, dann schwenkt es nur die Kamera. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber okay, gucken wir uns erstmal weiter um. Was haben wir denn hier? Hast du denn zu... Nein, ich wollte... Okay, gehen wir rein. Eine schöne Villa, ein Hotel oder sowas hier. Ich hoffe, dass meine Pokémon später einmal gemeinsam durch Illumina City galoppieren werden. Daher ziehe ich sie besonders streng. Also die beiden hier, ah. Herr Hickel kichert manchmal im Schlaf. Mhm. Auch ein neues Pokémon natürlich, der 6. Gen. Hi, willkommen im Verkehrsamt von Illumina City. Verkehrsamt? Wir versorgen dich mit Informationen zum Verkehrswesen in Illumina City. Schließlich soll das Stadtleben sicher sein und Spaß machen. Genau, erzähl mal was zum Chevron-Mobil. Setz dich auf einen Chevron... Ach so, das ist ein Pokémon. Und galoppiere vom Südring zum Nordring oder umgekehrt. Unterwegs hast du sogar genug Zeit, um all die Sehenswürdigkeiten zu bewundern. Allerdings müssen wir um Verzeihung bitten, da momentan der Strom in Illumina City ausgefallen ist und die Sicherheitsinspektion im vollen Gange, steht unser Service derzeit nicht zur Verfügung. Okay. Wir haben's gescheckt. Der Strom ist ausgefallen. Aber der Fernseher läuft noch, ja? Ja, was ist das? Die Frage habe ich mir auch gerade gestellt. Nein, ich möchte kein Fernsehen. Ah, dass die Sendung immer so lange laufen müssen. Ich bin Taxifahrer. Der Stromausfall bedeutet für mich zwar ein Verdienstausfall, doch ich mache das Beste aus der Pause. Indem du auf einen leeren Bildschirm starrst. Ja, viel Spaß bei deiner Pause. Wir können den Fahrstuhl benutzen. In welches Stockwerk möchtest du? Erstes Stockwerk. Vielleicht schenkt uns hier irgendjemand irgendetwas. Das war in den Vorgängerteilen ja häufig so. Hi, nicht übergeben. Doch heute wieder so viel Müll. Okay, packen wir es an. Mhm. Oh, hallo, sehr erfreut. Man nennt mich Mr. Müll. Nicht dein Ernst. Ich entleere sämtliche Mülleimer der ganzen Chaosregion. Hey, das ist meine Aufgabe, Schlange. Okay, wie dem auch sei, ich sollte jetzt gehen. Lass mich bitte durch, okay? Haben jetzt hier irgendein Ereignis getriggert? What the hell? Okay, das lasse ich einfach mal unkommentiert. Wer viel schaffen will, muss viel ruhen. Merkt ihr das? Menschen müssen sich am Abend ausruhen. Aber ich hänge abends immer nur rum. Ja. Genau in dieser Pose wahrscheinlich jeden Abend, ne? Ah? Potzblitz! Sprecht mich doch nicht einfach so an! Vor Schreck ist mir fast das Herz stehen geblieben. Ja. Also die Leute hier sind ein wenig merkwürdig. In der Verkehrsabteilung. Also mal rein. Kartentechnisch gesprochen ist Süden unten und Norden oben, oder? Ja, kartentechnisch schon. Ich hatte also recht, danke. Ich erstelle gerade Aufzeichnungen zu den Einrichtungen von Illumina. Aber ich verwechsle immer den Nordring mit dem Südring. Ernsthaft? Und sowas arbeitet hier beim Verkehrsamt, ja? Ich fürchte um meine Sicherheit. Bloß schnell raus hier. Bitte ins IG, ins Erdgeschoss. Ganz, ganz schnell. Ja, also in dieser großen Stadt hier gibt es eine Menge zu erkunden. Aber wir haben es jetzt mittlerweile alle, glaube ich, kapiert. Stromausfall gibt es in dieser Stadt, deswegen können wir noch lange nicht alle Ecken dieser Stadt erkunden. Was bist du denn für ein Pokémon? Hüff! Selbst die Hunde hier sind französisch angehaucht. Die sagen nicht Wuff Wuff, sondern Hüff! Wüff Wüff!
Ich bin ein schwuler Franzose, ein schwuler französischer Hund. Ah, da kommen wir nicht rein. Abgeschlossen, Unverschämtheit. Ich möchte in jedes einzelne Gebäude gehen können in einem Pokémon-Spiel. Du doch auch, oder? Das hier ist der Südring. Auf dieser großen Straße sind das Pokémon-Labor, das Trainer-Promo-Studio und das Friseurgeschäft Style-Salon zu finden. Okay. Ein Friseur, für uns etwa? Das wäre ja geil. Weißt du, wie viele Cafés es in Illumina City gibt? Keine Ahnung, aber ich würde gerne als nächstes im Café Surreal vorbeischauen. Okay. Interessante Gesprächsthemen. Oh, jetzt haben wir wieder was getriggert. Das Pokémon-Labor. Das Gebäude hier ist Platans Pokémon-Labor. Dann lass uns mal hineingehen. Geh du schon mal vor. Ich möchte mich noch ein bisschen umgucken. Was? Wundertausch. Was ist denn das jetzt schon wieder? Etwas Nervenkitzel gefällig. Bei dieser Tauschvariante erhältst du von einem Trainer irgendwo auf der Welt ein unbestimmtes Pokémon. Willst du den Wundertausch wagen? What the fuck, muss ich jetzt so online sein? Also, ah nein, ich wollte es jetzt nicht wegklicken. Ich hasse mein Leben. Ja. Oh, ein Schild. Nein, doch kein Schild. Pardon, hier kannst du momentan nicht durch. Denn der Strom ist ausgefallen. Muhaha, habe ich noch nichts von gehört. Ah, was war denn das jetzt mit dem Wundertausch? Ich habe da zwar mal kurz von gelesen, aber dass man da irgendwie ein Flamly oder sowas erhalten kann, kann das sein? Oder verwechsel ich das gerade? Keine Ahnung. Ah, nicht, dass ich die Chance jetzt irgendwie verhauen habe. Das wäre ein bisschen blöde. Da gucken wir uns nochmal hier ganz kurz um, bevor wir ins Labor gehen. Bin das eigentlich nur ich? Ich dachte immer, Pokémon Center sehen im Grunde überall gleich aus. Aber die von Illumina City wirken irgendwie so edel. Kamera, dreh dich. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich edel aussieht, aber okay. Pokémon Center. Schön, dass das nochmal da dran steht. By the way, wo sind eigentlich unsere ganzen Freunde hin? Ist ja zwar klar, dass wir die schnellsten von unserer Truppe sind, aber die anderen können vielleicht auch mal so langsam in der Stadt hier eintrudeln. Naja, was bist du denn für einer? Schickimicki. Möchtest du Pokémeilen und Pokepreise tauschen? Meilen und Preise? Info. Pokémeilen sind Punkte, die gesammelt werden können, indem du Pokémon tauscht oder via Street Pass anderen Spielern begegnest. Die Anzahl der auf diesem Weg erhältlichen Punkte ist abhängig von der Entfernung der in jeweiligen Nintendo 3DS-Systemen eingetragenen Heimatregionen der Beteiligten zueinander. Alter, war es ein langer Satz. Zudem steigt das eigene Pokémon-Konto selbst dann leicht, wenn man einfach nur die Chaos-Region durchstreift. Unter dem Punkt Pokémon auf dem Trainerpass kannst du dich der Anzahl deiner PM vergewissern. Okay, schon wieder so eine Neuerung, mit der ich noch nicht allzu viel anzufangen weiß. Wenn du bereits 6 Team-Pokémon bei dir hast, wird jeder weitere Fang automatisch an deine PC-Boxen weitergeleitet. Einfach toll, was für Möglichkeiten sich uns dank der Wissenschaft eröffnen. Ja, wenn du das so sagst. Wir haben 7000 Poké-Dollar, haben wir vorhin im Restaurant gesehen. Aber die möchte ich nochmal aufbewahren. Was bist du für einer? Kaum zu fassen, wie viele unterschiedliche Pokémon-Attacken es gibt, nicht wahr? Manchmal erlernen Pokémon auch neue Attacken, wenn sie ein Level aufsteigen. Wusstest du das? Nein! Wenn mein Pokémon eine neue Attacke lernt, lass uns... Was? Lass ich es gleich kämpfen, um seine Aktion zu sehen. Um es in Aktion zu sehen. Wenn man mit aktivierten EP-Teiler kämpft, erhalten im Falle eines Sieges alle Team-Pokémon, die nicht am Kampf teilgenommen haben, die Hälfte der Erfahrungspunkte derer, die am Kampf teilgenommen haben. Das hatte ich ja schon vor ein, zwei Parts erklärt. Da hat er es nochmal bestätigt. Wie gesagt, der EP-Teiler. Live-Begegnung. Stell eine Internetverbindung her oder begib dich an einen Ort. Blablabla. Okay, das möchte ich jetzt nicht. Ich denke mal, für den Wundertausch muss man natürlich auch mit Wi-Fi verbunden sein. Da muss ich erstmal überhaupt meine Internetverbindung angeben und so. Muss ich nochmal alles off-air beim nächsten Mal tun. Ja, mit dir haben wir doch schon gequatscht. Ja. Da kommen wir sowieso wieder nicht weiter. Was haben wir denn hier? Keine Ahnung. Ach, das ist dieses Promo-Studio. Hallo und guten Tag. Bitte tritt doch näher oder so. Herzlich willkommen im Trainer-Promo-Studio. Hier kannst du deine Einzigartigkeit komprimiert in 10 Sekunden Film packen und der ganzen Welt zeigen, wie toll du bist.
Ja. Die Sache geht wirklich super schnell. Möchtest du mal versuchen, so eine Promo aufzunehmen? Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Schade eigentlich. Ist wirklich nur eine Sache von wenigen Sekunden, im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, schau doch mal unbedingt wieder rein, wenn du in der Nähe sein solltest. Machen wir demnächst, wahrscheinlich schon im nächsten Part. Das hat aber ein bisschen, oder beansprucht ein bisschen mehr Zeit. Wenn wir schon mal hier sind, solltest du auch eine Trainer... Was? Solltest du auch eine Trainer-Promo drehen? Nein, danke, mir reicht es, wenn ich mir die Trainer-Promos von anderen Leuten ansehen kann. Das werden wir auf jeden Fall noch machen, aber... Ich denke, jetzt sollten wir wirklich mal langsam ins Pokémon-Labor gehen, oder? Platans Pokémon-Labor! Hey du, geh mir rein! Okay. Wer ist dieser Professor Platan? Du hast einen weiten Weg von Assassin hier hinter dir. Aber jetzt bist du ja hier. Professor Platan befindet sich im zweiten Stock. Er wartet dich schon im zweiten Stock. Nimm einfach den Aufzug. Bla 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 bla. Ich will Action, meine Freunde. Wer bist du? Ich bin von der Gangster Promo ab, da der Professor hat schon ganz vielen Leuten ganz viel über die Pokémon beigebracht. Er weiß Bescheid. Hi. Willkommen in Platans Pokémon-Labor. Professor Platans Forschung beschäftigt sich mit der Pokémon-Entwicklung. Interessant. Dann benutzen wir mal diesen merkwürdigen Aufzug. In welches Stockwerk möchtest du? Ach, wir können sogar noch das erste Stockwerk erkunden, bevor wir direkt zu Platan gehen. Was haben wir denn hier? Ein paar Forscher, nehme ich an. Um die Bande zu seinem Pokémon zu stärken, gibt es nichts Besseres, als viel Zeit mit ihm zu verbringen. Hier, diese Bälle werden dir bestimmt helfen. Luxusbälle erhalten! Mit einem Luxusball gefallen die Pokémon freunden sich leichter mit dir an. Oh, ich hätte Azurill mit dem Luxusball fangen sollen. Verdammte Axt nochmal. Der Professor erforscht die Entwicklung und den Wandel der Pokémon. In jungen Jahren hat er offenbar sehr viel von Professor Aiba aus der Sinnoh-Region gelernt. Den kennen wir ja noch aus dem Pokémon Platin Let's Play. Es gibt männliche und weibliche Pokémon, sowie solche, deren Geschlecht unbekannt ist. Was heißt denn unbekannt? Manche Pokémon haben kein Geschlecht. Zudem weist das Aussehen mancher Pokémon geschlechtsspezifische Unterschiede auf. Das ist wahr. Der Papiereimer ist leider leer. Schon wieder, das ist Bruder vom Gangster-Rapper. Pokémon verfügen über rätselhafte Kräfte, die Fähigkeiten genannt werden. Monster dieser Fähigkeiten entfalten ihre Wirkung während eines Kampfes. Ander wiederum, wenn du das Pokémon in dein Team mit dir führst, Bitch! Okay. Was macht ein kleines Mädchen hier? Ich habe gehört, dass es ein Pokémon gibt, das man nur erforschen kann, wenn man eine Waschmaschine und einen Fernseher hat. Dann meinst du bestimmt nicht Rotom mit. Es gibt kein schöneres Gefühl, als im Kampf mit seinem Pokémon auf einer Wellenlänge zu liegen. Okay. Hey, cool, und die Vorrichtung hier, die sehe ich jetzt erst. Die sieht ja cool aus. Da schweben Pokébälle. Und das ist das hässlichste Pokémon, das diese Welt je erschaffen hat. Ein Unratytox. Da gerade auf dem Bildschirm. Dieser Großrechner fungiert als Verbindung zu anderen nützlichen Forschungshilfsmitteln. Ich entwickle gerade ein Gerät, das mir bei meiner Forschung helfen wird. Doch das ist alles andere als einfach. Geduldig bitte, bis es vollendet ist. Sprich, zu dir sollen wir später nochmal zurückkommen. Okay, das war's dann aber auch schon mit diesem Stockwerk. Und ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder mit diesem Part von Let's Play Pokémon Platin. Pokémon Platin. Oh, was ein Fehler. Pokémon Y spielen wir natürlich, meine Freunde. An dieser Stelle machen wir aber mal wieder einen Schnitt und gehen beim nächsten Mal erst Professor Platan aufsuchen. Dann werden wir auch endlich erfahren, warum er sich eigentlich um uns gekümmert hat und uns zu sich gerufen hat. Und was er vielleicht für einen Auftrag für uns hat. Viele offene Fragen. Und wir finden Antworten beim nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut und ciao, ciao, euer Killer.